Das sind die Aufgaben. Kernenergielaufzeit verlängern. Wir müssen uns mit der eigenen Braunkohle beschäftigen und sie sauber machen. Das kann man nämlich. Der norwegische Ministerpräsident hat uns das angeboten, hat gesagt, ihr könnt das CO2 zu mir geben. Ich bring das in die Tiefsee. Und wir müssen das eigene Erdgas fördern. Nur dann kommen wir raus. So dieses Gehampel, man 3 Monate wieder mal ein bisschen Kernenergie und dann gucken wir mal weiter. Das ist doch keine Lösung. Das heißt, wir müssen... Wir können dann 200 Milliarden rechtfertigen, wenn das eine Brücke ist in eine Energiezukunft, in die wir dann wieder alle Vertrauen haben.